komme gewissermaßen vom ganz anderen Ende des Tunnelkreisverkehrs aus Untertürkheim, also Stuttgart 21 technisch gesehen, von ganz weit draußen. Wie gesagt, Sabine Reichert und ich gehöre zum Infobündnis Zukunft Schiene Oberrennecker vor Ort. Wie Sie wissen, geht vom sogenannten Südkopf dieses Halbtief-Schrägbahnhofs da drüben im mittleren Schlossgarten, sollen die beiden Tunnelröhren des Filtertunnels unter dem Kernerviertel hindurch verlaufen. Nach etwa 200 Metern im Berg sollen von diesen Tunnelröhren zwei weitere Tunnelröhren abzweigen, etwa unterhalb der Jugendherberge in der Lehrerstraße. Sie sollen Richtung Stuttgart-Gablenberg abbiegen und dann in gerader Linie unter Gablenberg hindurch bis nach Stuttgart-Wangen führen. Kurz vor dem Neckarufer in Wangen sollen sich diese beiden Tunnelröhren erneut gabeln. Sie werden also zu vier Tunnelröhren. Alle vier Tunnelröhren sollen den Neckar unterhalb der Flusssohle unterqueren. So wie der Nesenbachdüker den Bahnhofstrog hier in Stuttgart-Mitte unterqueren soll, so sollen vier Eisenbahntunnel unter dem Neckar hindurchgeführt werden. Das widerspricht zwar jedem eisenbahntechnischen Sachverstand und allen Vorschriften, und es werden in diesem Bereich bedeutende Mineralwasserströme vermutet, aber das Eisenbahnbundesamt hat es trotzdem genehmigt. Zwei dieser Tunnelröhren sollen in Obertürkheim nach oben kommen, in Richtung Esslingen. Die anderen beiden Tunnelröhren machen eine Kurve von etwa 110 Grad in Richtung Bad Cannstatt und kommen beim Untertürkheimer Bahnhof wieder an die Oberfläche. Für den Bau dieser Tunnel ist in Wangen der Zwischenangriff Ulmer Straße, wo am 4.12. ein sogenannter Tunnelanstich inszeniert werden soll. Der Zwischenangriff Bettstraße in Untertürkheim erlangte Ende August durch überlaute Rammarbeiten eine gewisse Berühmtheit. In Untertürkheim gibt es außerdem einen der beiden Planfeststellungsabschnitte von Stuttgart 21, die bis heute nicht genehmigt sind. Es ist der Wartungs- und Abstellbahnhof der Planfeststellungsabschnitt 16b. Dieses Verfahren ruht. Im Sommer 2010 haben wir unsere Einwendungen abgegeben. Seither passiert nichts. Und das seit nunmehr 3 Jahren und 3 Monaten. Letztes Jahr im September wollten wir vom Infobündnis Zukunft Schiene kurz den Lärm simulieren, der von dem geplanten Wartungs- und Abstellbahnhof ausgehen soll. 107 dBA. Die Stadt Stuttgart hat uns das kurz vorher verboten. Zitat: Sowohl die Lautstärke als auch die Art der Schallquelle ist geeignet, das Ruhebedürfnis der direkten Anwohner und Betroffener weit darüber hinaus erheblich zu stören. Die Betroffenen haben nicht die Gelegenheit, sich der Einwirkung der Ruhestörung zu entziehen, sondern werden hier, selbst wenn eine Vorwarnung gegeben werden sollte, zu einer Zeit ausgesetzt, die als Zeit der Nachtruhe besonders geschützt werden muss. Zitat Ende. Für den genehmigten Abschnitt 16a, den bereits erwähnten Tunnel vom Hauptbahnhof nach Ober- und Untertürkheim, ist die Stadt Stuttgart nicht zuständig. Den Tunnelbau hat das Eisenbahnbundesamt genehmigt, allerdings nur unter der Bedingung, dass bestimmte Auflagen und Nebenbestimmungen eingehalten werden. Im Planfeststellungsbeschluss heißt es auf Seite 37, Zitat: Während der Bauzeit hat die Vorhabenträgerin sicherzustellen, dass die Festlegungen der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm, Geräuschemissionen, kurz AVV, Baulärm, eingehalten werden. Zitat Ende. Im Falle von unvermeidlichen Überschreitungen dieser Grenzwerte ist die Bahn sowohl zu aktiven als auch zu passiven Lärmschutzmaßnahmen verpflichtet.
von Anspruch auf Lärmvorsorge und auf Entschädigungszahlungen in Höhe von bis zu 100% der Mietkosten ist die Rede. Die Bahn hat dem Eisenbahnbundesamt im Juli 2013 rechtzeitig vor Baubeginn ein Detailgutachten vorgelegt, in dem irrelaute Lärmemissionen prognostiziert wurden. Über 120 dBA. Das war's. Nichts weiter passiert. In der Nacht vom 28. auf den 29. August hat die Bahn dann den prognostizierten Höllenlärm vollführt. Das trieb die Anwohnerinnen zu Dutzenden auf die nächtliche Baustelle und führte zur vorübergehenden Einstellung derselben. Warum sowohl die Bahn als auch das Eisenbahnbundesamt angeblich von der Lautstärke der Ramparbeiten überrascht war, versteht niemand. Ausgerechnet von dieser Nacht gibt es keine Lärmmessungen, obwohl die Bahn laut Auflagen des Eisenbahnbundesamtes dazu verpflichtet ist. Seither haben an mehreren Wochenenden immer wieder Ramparbeiten an der Benzstraße stattgefunden. Man konnte sie in weitem Umkreis noch als dumpfes Grollen hören. In der Nähe der Baustelle vibrierter Boden. Diese Ramarbeiten sind deutlich leiser als die Ende August. Allerdings überschreitet die Bahn weiterhin mit schöner Regelmäßigkeit die im Planfeststellungsbeschluss genannten Grenzwerte. Was passiert mit einer Baustelle, bei der wiederholt gegen Auflagen und Vorschriften verstoßen wird? Sie wird eingestellt, normalerweise. Die Realität sieht leider anders aus. Wir haben das Eisenbahnbundesamt auf die nicht genehmigten Überschreitungen hingewiesen und die lapidare Antwort bekommen, es handle sich nicht um Grenzwerte, sondern nur um Richtwerte. Vielleicht sollte das Eisenbahnbundesamt einmal den Beschluss des Verwaltungsgerichts Frankfurt vom 21.04.2011 lesen. Zitat: Die Emissionsrichtwerte der AVV Baulärm setzen verbindliche Höchstgrenzen fest, die vom Betreiber eingehalten und von der Verwaltung durchgesetzt werden müssen. Zitat Ende. Wer in Untertürkheim wegen der Ramarbeit nicht schlafen kann und die Polizei ruft, wird am Telefon abgewimmelt mit dem Hinweis, das ist alles genehmigt, was wollen Sie denn? Auch die Bahn behauptet in ihren sogenannten Anwohnerinformationen, dass ausdrücklich auch die besonders lärmintensiven Arbeiten genehmigt seien. Offensichtlich will oder kann das Eisenbahnbundesamt seiner Aufgabe als Aufsichtsbehörde nicht nachkommen. Deshalb haben wir den Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages eingeschaltet. Unser Anliegen wird derzeit vom Petitionsausschuss geprüft. Bei den Ramarbeiten in Untertürkheim sind an einem Wohnhaus, das vorher nicht in die Beweissicherung der Bahn aufgenommen worden war, durch die Erschütterungen massive Schäden aufgetreten. Inzwischen geben sich bei den Eigentümern Sachverständige und Gutachter der Bahn die Klinke in die Hand. Zu Recht fragt der gleichermaßen besorgte und entrüstete Hausbesitzer, warum kommt hier erst jetzt? Was ist das für eine Baustelle, wo man erst mal loslegt und dann guckt, ob es gut gegangen ist? Risse in einem Wohnhaus sind wirklich schlimm, aber man kann sie sehen. Gesundheitsschäden durch Lärmbelästigung treten erst nach und nach auf. Umso wichtiger wäre es, dass sich die Aufsichtsbehörde darum kümmert, dass die Grenzwerte auch wirklich eingehalten werden. Und das alles ist erst der Anfang. Wie sieht es aus beim vielbeschworenen Schutz des Mineralwassers? Das Amt für Umweltschutz der Stadt Stuttgart schreibt in seiner abschließenden Stellungnahme zu den beantragten Planänderungen für das Grundwassermanagement, deren Erörterung am 12. Dezember fortgesetzt werden soll, bei konsequenter Einhaltung aller Nebenbestimmungen
bestehen keine wasserwirtschaftlichen Gründe, die Genehmigung zu versagen. Ja, um Himmels Willen. Das heißt so viel wie auf gar keinen Fall. Denn die Erfahrung zeigt, wenn etwas erst einmal genehmigt ist, kümmert sich kein Mensch mehr um die Einhaltung irgendwelcher Auflagen und Nebenbestimmungen. Vieles beim Projekt Stuttgart 21 wurde genehmigt, obwohl es sich am Rande des technisch Möglichen und teilweise sogar darüber hinaus bewegt. Daher wurden vom Eisenbahnbundesamt zahlreiche Auflagen und Nebenbestimmungen erlassen. Was tut dieses Eisenbahnbundesamt? Müssen die Anforderer von sich aus rechtliche Schritte einleiten, obwohl die Aufsichtsbehörde von Amts wegen tätig werden müsste? Müssen wir das Eisenbahnbundesamt wirklich erst durch eine Verpflichtungsklage zum Einschreiten bewegen? Bereits am 30.09.2010, dem Schwarzen Donnerstag, hatte sich das Eisenbahnbundesamt darauf beschränkt, eine Nachricht zu verschicken, dass wegen fehlender Unterlagen noch keine Bäume gefällt werden dürfen. Kontrolle, Durchsetzung des Fällverbots, Fehlanzeige. Die Bäume wurden trotzdem gefällt. Der Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Ober- und Unterschorkheim soll übrigens auch durch unausgelaufene Gipskolben gehen. Mit zahlreichen Auflagen und Nebenbestimmungen. Auch für den Brandschutz sind zahlreiche Nebenbestimmungen vermerkt. Übrigens, das Eisenbahnbundesamt unterliegt der Fracht- und Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Richtig, das ist das Ministerium von Peter Rapsauer. Wenn ich an den Berliner Flughafen denke, der oberirdisch und auf freiem Gelände errichtet wurde, und nicht funktioniert. Und dann daran, dass in Stuttgart eine dicht besiedelte Gegend in einem halbkleinen Schutzgebiet untertunnelt werden soll und dass das Eisenbahnbundesamt die Aufsicht hat, dann kann ich nur sagen, lieber oben bleiben. Dankeschön, Sabine Reinkorb aus dem Kölkheim.